Die Idee, die Bücher, die ich bin, zu schreiben, entstand aus den Geschichten meiner Eltern. Sie wuchsen in Deutschland während des Krieges auf. Schon im April 1933 gab es Bücherverbrennungen. Bücher wurden vernichtet, damit die Leute nur noch das lesen, was wirklich deutsch ist. Weil Wörter Macht besitzen, wurde alles verbannt und zerstört, was freies Reden und freie Gedanken unterstützt. Komm, Liesel, ich stell dir deine neuen Eltern vor. Liesel kommt zu neuen Pflegeeltern. Man erlebt das alles durch ihre Augen. Kannst du noch nicht mal lesen? Los, lies schon! Ein Wort! Hans merkt, dass sie nicht lesen kann, aber großes Interesse daran hat. Er ermutigt sie, lesen und schreiben zu lernen. Um ehrlich zu sein, kann ich selbst nicht gut lesen. Wir werden einander helfen müssen. Sie taucht ein in die Welt der Geschichten und Wörter. Und sie stiehlt ein Buch, das noch schwelend im Feuer lag. Du hast es gestohlen. Das bleibt unser Geheimnis. Wir lesen es im Keller. Hans Hubermann? Schnell! Es gab vereinzelt Menschen, die keine Mühen gescheut haben, um anderen in ärgster Not zu helfen. Wer ist das, Papa? Sein Name ist Max. Er braucht Hilfe. Diese Leute haben ihr Leben riskiert für das Leben anderer. Ist das Ihr Buch? Es war nicht immer meins. Liesel und Max verbindet ihre große Liebe zu Büchern. Sag mal, wo hast du diese Wörter her? Das kann ich nicht sagen. Wem sollte ich's verraten? Ich hab dir was mitgebracht. Du steckst voller Wunder. Diese Geschichten sind das Herz des Films. Die Bücherdiebin feiert die Kraft der Wörter und das, was in uns steckt. Du stehlst Bücher? Warum? Wenn das Leben dich bestiehlt, musst du es dir manchmal zurückstehlen. Worte sind Leben, Liesel. Wenn deine Augen sprechen könnten, was würden sie sagen? Das Buch hat eine so großartige Botschaft. Noch in der schlimmsten Dunkelheit kann etwas Gutes entstehen. Es ist eine Liebeserklärung an die Kraft der Geschichten und ihre Fähigkeit, Leben zu retten. Mama! Der menschliche Geist kann jedes Hindernis überwinden. Ich verdanke dir mein Leben, Liesel. Das darfst du nie vergessen. Die Bücherdiebin. Gute Nacht, Bücherdiebin. Ab 13. März nur im Kino.